Ein 13-Jähriger musste am Montagmittag in Seeheim-Jugendheim aus einem Entenweiher gerettet werden. Trotz Schildern mit Warnhinweisen hatte er sich auf das Eis vorgewagt und brach ein. Bei Eintreffen befand sich das Kind auf der Insel, die man hinter mir sieht, ist bis zur Hüfte eingebrochen und war beim Eintreffen nicht in akuter Lebensgefahr. Somit konnten wir eine gezielte Rettung mit dem Rettungsboot der Feuerwehr Bickenbach durchführen, konnten das Kind dem Rettungsdienst dann übergeben. Den eigentlichen Grund der ganzen Sache, den wissen wir nicht genau, werden wir vielleicht noch rauskriegen oder die Eltern werden es uns mitteilen. Auf jeden Fall war ein Kind rübergelaufen und ist dann kurz vor dem Ziel eingebrochen. Rund 30 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr und ein Notarzt waren vor Ort. Der Schüler zog sich eine leichte Unterkühlung zu.